So, hoffentlich nichts vergessen. Dann kann das jetzt wieder losgehen. Nochmal einmal der schöne Ort hier. Dann muss ich meine Schuhe, Paddel falsch rum, meine Schuhe und meinen Verpflegungsbeutel noch einsammeln. Jetzt sitze ich natürlich auf. Also ich habe mir das so gedacht, dass ich da jetzt hinfahre und das locker einsammle. Aber weil ich so fett bin, bin ich ganz schön schwer. Also es wird schon wieder ein kleiner Kraftakt hier, aber es klappt. Das ist mir auch schon wieder kaputt. Mal wieder. Hier ist doch ein schöner Platz zur Pause. Nee. So, Schuhe rein. Und jetzt muss ich nur noch unfallfrei hier wieder wegkommen. Zack. Sieht ganz gut aus. GoPro ist wieder dreiviertel voll. Habe hier eine halbe Stunde Pause gemacht. Mir ein paar Beefies und einen Apfel in die Figur geschoben. Und jetzt geht es bei herrlichem Wetter weiter. Wie gesagt, Stunde, maximal zwei will ich noch paddeln. Dann sollte das so 19, 20 Uhr sein. Und dann brauche ich mir ein schönes Lager und esse, glaube ich, heute Rinderrouladen. Mal gucken. Ja, das war's erstmal. Taliban of Crack ist wieder am Start. Da vorne bin ich eben losgefahren. Jetzt gucke ich gleich erstmal auf die Karte, wo ich hin muss. Entweder da weiter oder da drüben irgendwo, dass da ein Zufluss zu Schentine ist. Ich glaube aber ja da hinten. Ja, hier nochmal so ein Blick. So, weil ich nicht komplett bescheuert aussehen wollte, also nicht so bescheuert wie beim letzten Mal, habe ich die GoPro jetzt wieder vorne festgemacht. Ich hoffe, es gibt schöne Bilder. Aber das werde ich erst am Wochenende sehen wahrscheinlich. Oder heute Abend gucke ich mir das gleich mal an. Ja, bis jetzt am Eutinersee immer rechts halten und am Kellersee immer links halten. Dann fahrt ihr den richtigen Weg und den kürzesten Weg und nicht so wie ich. Ansonsten hört ihr nicht viel, außer Vogelgezwitscher und mein blödes Gesabbel. Echt schön hier, die Ruhe. So, das müsste hoffentlich der Zufluss zur Schrentine sein hier. Wenn nicht, bin ich mal gespannt, wo ich hin. Also immer links am Kellersee halten, da kommt man dann so eine Pension, was auch immer da. Ein großes, nicht zu verfehlendes Gebäude auf der linken Seite. Und genau da gegenüber kommt man hier hin. Mal gucken, ich hoffe, es ist richtig. Stahlseile mit irgendwelchen Reusen oder Netzen. Da hatte ich schon echt Angst, dass ich da aufsitze und ins Kentern gerade, aber war dann doch alles hier schon wieder. Ach du Scheiße. Aber ist alles noch tief genug zum Glück. Mal gucken, was in der nächsten Kurve kommt. Hier schneit das schon wieder. Das ganze Wasser ist weiß an einigen Stellen.
Und ansonsten auch sehr viele Algen. Ich merke das auch gerade. Ich fahre da überall rüber. Oh, hier war alles voller kleiner Fische. Krass, war das. Sind sie jetzt hier noch irgendwo? Hier ist wieder diese Rotten. Ich hoffe, ob hier wieder irgendwo Fische sind. Also hier mal kurz die Reuse kurz zu sehen. Aber eben ganzer Schwarm Fische. Schade. Weiter geht's. Ich werde auf jeden Fall bis zum nächsten See fahren. Denn wie man hier sieht, alles voller Mücken. Auch alles bewuchert. Also hier komme ich glaube ich nirgendwo geil an Land. Ja, mal gucken, wie weit ich jetzt paddel bis zum nächsten See. Also jetzt gar nicht geguckt. Ich gucke immer nur von See zu See, wo ich lang muss. Und lasse mich überraschen. Ist natürlich auch immer mit ein bisschen Risiko, dass man nachher erst spät das Lager aufbauen kann. Aber ich habe schon so oft irgendwas geplant und kam dann immer viel zu früh oder viel zu spät an dem Ort an. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal auf mich zukommen. Also wer hier gewohnt, der hat echt gewonnen. Da hat zwar echt viele Mücken. Aber das wäre mir völlig egal. Man sieht immer noch keine Strömung im Vergleich zu Tränen. Das heißt, alles die Muskelkraft hier. Ich kann höchstens sich mal kurz treiben lassen, aber ansonsten kommen wir halt nicht vorwärts, wenn man nicht paddelt. Moin. Und die Sonne ballert wieder. Keine Stimme mehr, Rana, was ist da los? Das ist ja so schön hier. Schade, dass über diese tollen Samen, wir sahen nicht, aber Blüten, was auch immer, sie aus wie Pusteblumen überall auf dem Wasser sind. Das wäre es noch ein bisschen schöner, glaube ich, vom meinem Bild. Aber trotzdem traumhaft hier. Hier haben wir den Ast rum. Eine Entenfamilie im Hintergrund, der was auch immer Turm. Da guck mal, ein helles Küken und die anderen alle braun. Du schwimmst so einzeln außen, das ist ja gemein. Rassismus in der Natur hier. Thank you.
So, das ist keine Wiederholung. Ich fahre hier einfach solche Schlangenlinien, dass ich schon wieder auf diesen Turm zufahre. Nur diesmal ohne Entenfamilie. Aber ich glaube, jetzt komme ich mal aus diesem Wohngebiet raus und komme wieder ein bisschen in die Natur. Das gefällt mir schon viel besser. Drohne will ich auch noch mal mitnehmen, habe ich jetzt zu Hause gelassen. Da mache ich lieber mal bei einer Tagestour, wenn ich nicht so viel Gepäck dabei habe. Und bei einer Tagestour ist die Wahrscheinlichkeit zu kennen dann auch etwas geringer als bei einer Dreitagestour. Bei einer Dreitagestour ist es, lass mich kurz rechnen, dreimal so hoch das Risiko. Jetzt kommt die Sonne auch wieder, jetzt muss ich noch meine Sonnenbrille aufsetzen. Yes. Ich muss nochmal eine ordentliche kaufen, weil mit der, die schützt zwar vor Sonne, aber dann sehe ich auch nicht mehr viel. Das ist halt so eine original türkische Ray-Ban für 5 Euro. Also, da habe ich mir die in Unkosten gestürzt und das Beste vom Besten gekauft. Aber sie hält immer noch und sie funktioniert. Auto fahren sollte man damit zwar nicht, aber Fahrradfahren ist in Ordnung, denke ich. Selbst hier Malente oder wo auch immer hier rum. Direkt am Start hier. Mal so richtig eine enge Stelle hier. Also Action pur, ich muss mal hier Gas geben, damit wir gut durchkommen. Umso langsamer man ist, umso schwerer ist das zu lenken. Komischerweise. Halt das Ruder, umso mehr Wasserdruck das hat, umso besser kann das halt reagieren. Da hinten liegt noch ein geiler Baum im Wasser. Den nehmen wir auch nochmal mit. Eine Brücke kommt da. Oh ja. Ah, da muss ich nochmal kurz filmen. Scheiß auf den Akku. Das zieht jetzt durch. Ich muss gerade schneller paddeln. Oh ja. Jetzt kommen wir in die Finsternis hier. Das Tor zur Finsternis. Das Tor zur Dunkelheit. Ich paddel jetzt gute 4 Stunden, also 4,5 bin ich unterwegs, halbe Stunde Pause. Merke ich schon langsam, ich bin halt nicht das Paddeln gewöhnt oder gewohnt. Habe ich hier irgendwas rumlaufen gehört?
sehen wir ja auch schon den ersten Berggorilla. Die sollen ja eingeschlagen in der ostholsteinischen Schweiz. Ne, war wahrscheinlich nur ein Hase oder ein Eichhörnchen. So, mal gucken, was kommt jetzt. Mal hier um die Kurve. Da oben sieht es aus wie ein alter Bunker, so eine Ruine. Das ist auch nochmal ein schönes Bild hier. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich, glaube ich, wieder an Land hier. Was steht hier? Lebensgefahr, bitte links aussteigen und das Boot zum Dieksee tragen, ca. 200 Meter entfernt. Lebensgefahr, da will ich noch mal gucken, ne? Ich fahre noch mal ein paar Meter. Eine kleine Kurve hier ziehen hier. Ah, da ist eine Wassermühle hier. Ja, da kann ich echt nicht weiterfahren. Einmal durchs Rad durch, das schaffe ich glaube ich nicht. Ah, wieder zurück. So, da bin ich losgefahren hier, ganz rechts beim Redderkrug hier hoch zum Kellersee. Da links lang Malente und das ist der Dieksee. Also bin ich jetzt hier irgendwo dazwischen. Ich muss jetzt nur mal gucken, wo ich denn jetzt hier lang muss. Also ich muss erstmal hier hoch, das wird schon scheiße, vor allem wegen Bordstein. Ich habe einen Kajakwagen oder halt hier hoch, das ist auch nicht so toll. Und dann weiß ich nicht, ob ich links oder rechts muss. Auf jeden Fall 200 Meter, das erkunde ich jetzt erstmal. Erkunde ich erstmal jetzt. Ein Kraftakt, das den Bürgersteig da hochzukriegen. Und jetzt muss ich hier über die Straße. Ich hoffe, da kommt kein zu schneller Autofahrer, der die Kurve schneidet. Der geht. Und da hinten ist irgendwo der Dieksee. Und wenn ich da bin, dann suche ich mir eine Stelle, wo ich bleibe für die Nacht. Also viel weiter gehe ich heute nicht mehr. Also wie ich mich kenne, muss ich jetzt nur 2 Stunden fahren oder sowas. Es kommt ein Auto von hinten, muss ich mal an den Rand hier. So, nach ca. 400 Meter Schlepperei und einem netten Gespräch mit dem älteren Ehepaar bin ich jetzt unterwegs auf dem Dieksee. Ich habe noch ungefähr maximal 1 Stunde Zeit. Dann ist das schon Viertel nach 8 und dann soll die auch einen Lagerplatz haben. Das ältere Ehepaar hat auch gesagt, die Campingplätze sind hier noch dicht, beziehungsweise gibt es hier teilweise gar keine. Und dann auch Spaß gehört, dass es da vorne bei dem Freibad schlafen soll. Oder in Timmendorf an so einer Brücke. Aber da hatte der Ältere gesagt, wenn sich da einer gestört fühlt, die rufen auch schnell mal die Bullen. Das muss auch nicht sein. Deswegen mal gucken, wo ich noch lande heute. Und mal sehen, hier ist auch so eine schöne kleine Insel. Da werde ich aber nicht raufgehen, wegen Vogelbrutzeit und so ein Kram. Ja, mal gucken, wie weit die heute noch kommen. Puh. Sieht das nicht toll aus? Die Sonne geht langsam unter, hier ist eine Insel. Und hier quasi gerade rüber muss ich, bis ich wieder in die Schwentine komme. Ich gucke aber erstmal, ob ich hier irgendwo eine schöne Stelle an Land finde. Ich fahre jetzt noch an der Insel vorbei, an der Landzunge da links vorbei und dann gucke ich mal, weil die Sonne geht schon langsam unter, wie gesagt. Und ich will nicht im Dunkeln hier auf dem Wasser sein. Aber tolle Gegend. Ja, der vierte See, auf dem ich jetzt bin. Großer Eutiner See, kleiner Eutiner See, Kellersee und jetzt Dieksee. Zwischendurch immer wieder auf der Schwentine. War bis jetzt echt eine schöne Tour, muss ich sagen. Muss mal kurz hier mein Kissen richten hier. Ja, schon besser. Aber es kommt einem vor, als wenn man nicht vorwärts kommt. Zum Glück ist diese Insel da, dann sieht man das wenigstens. Ansonsten denke ich, ich paddel hier auf der Stelle. Aber der See ist schön ruhig, windstill. Sonst würde ich auch nicht mitten über den See paddeln, sondern da eher am Rand lang. Weil da ist es so dicht bewachsen, da finde ich eh keinen Platz für die Nacht. Deswegen nehme ich jetzt die Abkürzung, weil ich auch nicht mehr so viel Zeit habe. Und versuche mal ein bisschen Gas zu geben hier. Diese Inseln verleiten dann, oder würden mich auch dazu verleiten, am liebsten darauf zu gehen und da zu pennen. Aber es gibt nur am Plöner See, soweit ich weiß, eine Insel, auf die man rauf darf. Und die anderen sind streng geschützt. Aus gutem Grund. Deswegen, da sollte man echt nicht raufgehen.
Erstens zerstört man dann da die Natur und stört die Tiere, Tierwelt, vor allem die Vögel. Und zweitens kostet das enorm viel Geld, wenn man erwischt wird. Aber sieht schon verlockend aus. Da so einen kleinen Biwakplatz in der Mitte und dann die Angel auswerfen, die ich leider nicht dabei habe. Ja, schön. Guck mal, da könnte man perfekt an Land gehen da vorne. Das sieht bestimmt schon wieder voll fertig aus. Die 400 Meter Kajaktragen haben wir auch echt fertig gemacht. Aber da vorne ist schon die Landzunge und dann gucke ich mal, was ich denn erspähe, wenn ich da vorbei bin. Natur pur! Da hinten wieder eine startende Ente, Alter. Geil. Das ist wie ein Kampfset, nur anders. Herrlich. Ja, am liebsten würde ich einfach weiter paddeln, muss ich sagen. Ist zwar langsam merkbar an den Armen, aber das ist so schön windstill und man kommt so gut vorwärts. Obwohl einem das hier eigentlich echt ein bisschen ermüdet. Man denkt immer, man ist ratzfatz über so einen See rüber, aber die sind dann doch größer, als man denkt. Ach ja. Vielleicht kommt ihr hier um die Kurve, ein schöner Platz. So mitten im Wald muss ich auch nicht pennen, also ein bisschen kleine Lichtung wäre schon schön. Ja, halt Schnauze hin. Mach die mal nicht wichtiger als du bist. Ja, merkst selber, ne? Meine Ruhe hier. Schon wieder drei Kampfschwäne. Ja, jetzt die Schnauze. Drei. Alter, drei Kampfschwäne. Da auch nochmal ein bisschen Federviech. Oh, na, ich sollte nicht so viel träumen, ich muss weiter. Aber hier ist auch ganz schön flach, ich weiß nicht, ob man das sieht. So, ja, könnte doch fast 2 Meter sein, das täuscht, aber man sieht den Grund. Also überall glasklares Wasser hier, ey, geil. Würde mich interessieren, was das hier ist. Könnte irgendwie ein größerer Fischer sein, das ist ja so ein Rolltor, das nach links und rechts aufgeht. Das sieht auch schon ein bisschen gruselig aus, also ich glaube, hier muss ich nicht unbedingt pennen. Wer weiß, wer da wohnt. Ich glaube, hier mache ich nochmal ein Bild von. Da ganz hinten auf der, am Ende des Flusses auf der rechten, am Ende des Sees auf der rechten Seite ist schon Timmendorf. Aber ich muss dann mich links halten und dann gehe ich immer in die Schantine wieder rein. Ups. Also die App Komoot kann man doch empfehlen. Man geht dann halt nicht in diese Navigation rein, sondern klickt nur auf, nimmt die Route, die man gespeichert hat. Geht dann nicht auf Navigation, sondern einfach nur auf die Karte oben einmal raufklicken. Dann sieht man, wo man ist. Man kann auch sehen, wo man weiter paddelt. Wenn man die Navigation macht, dann muss man, glaube ich, von Anfang an die App öffnen. Und das auch laufen lassen die ganze Zeit, weil sonst schickt er, will er einen immer zurückschicken zum Anfang. Wie gesagt, da hinten ist noch diese nächste Landzunge, wenn ich da vorbei bin, dann müsste eigentlich die Schwentine schon fast in Sicht sein. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist aber, dass ich hier nichts finde, wo ich an Land gehen kann. Dann muss ich vielleicht doch bei der Brücke da bei Timmendorf schlafen und das Risiko in Kauf nehmen, dass ich da noch verhaftet werde, beziehungsweise eine Anzeige kriege. Also ich habe in meinem rechten Arm eine Sehnscheidenentzündung und das schon seit Mitte März. Also das heißt, bei meiner letzten Paddeltour hatte ich das auch schon. Aber ich muss sagen, durch das Paddeln wäre das besser. Deswegen habe ich auch gesagt, ich mache das trotzdem. Hat mir notfalls noch so eine Bandage geholt. Aber ich habe die jetzt getragen, das tat mit Bandage eher mehr weh. Also habe ich gestern getragen. Allerdings habe ich da auch nicht großartig was gemacht. Wasserläufer, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat da. Thank you.
So, ein Stück muss ich wohl noch paddeln. Nach jeder Landzunge kommt nur die nächste. Das war mitten im Wald, aber die Stelle, wie ich mir mal angucke, da vorne. Aber ich befürchte, das ist auch kein guter Platz. Viel zu uneben, geht gleich hoch. Nee, schade. Schade, Schokolade. Eine ganz tolle Idee, die Kamera unter Wasser zu halten mit dem Gurt. Und den Gurt muss ich mir jetzt ja wieder um den Kopf binden. Na, du Schwan, ich lass dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe. Klingt an Deal, ne? Ich halte noch mal ein bisschen weiter weg. Was tun da hängen? Ist ein Piercing oder was? Ja, also hier kann ich wohl auch nicht pennen. Ich bin am gucken, irgendwo muss es doch hier wieder in die Schwentine gehen. Manchmal sieht man das aber auch ganz schwer, weil das nur so ein kleiner Zufluss ist. Aber ich glaube da hinten beim Schilf, da wo diese komische Insel ist da. Aber die meinen irgendwas von der Brücke in Timmendorf, wo man eventuell pennen könnte. Bin mal gespannt, ob ich das noch erreiche. So, ich habe jetzt mal geguckt. Ich muss hier rüber, dann kommt eine Linkskurve und dann ist auf der rechten Seite Timmendorf. Also da drüben müsste eigentlich schon Timmendorf sein. Ich war ja eben unterwegs hier in die Ecke und dachte, beim Schilf wäre die Zufahrt zur Schwentine. Aber nicht mal vielleicht. Also ich muss hier noch links um die Ecke und dann kommt nochmal so ein zweiter Teil vom See. Also das ist ein Teil, dahinter ist nochmal so ein Teil. Das sieht aus, als wenn das hier nur so klein wäre. Und das Gebäude sieht relativ nah dran aus, aber das ist echt weit weg. Also dahin bin ich gestartet vor einer Stunde ungefähr. Oder eineinhalb. Jetzt geht die Sonne auch langsam unter. Ich sollte zusehen, dass ich da hinten irgendwo hinkomme und Platz für die Nacht habe. Deswegen jetzt nochmal ein bisschen Gas geben hier. Vielleicht kriege ich den Sonnenuntergang ja nochmal richtig drauf. Aber genau da sind natürlich dicke Wolken. Und da hinten sieht es auch ein bisschen grau aus. Nicht, dass es jetzt so anfängt zu regnen. Oder? Nochmal das Highlight jetzt, ey. Ah, herrlich, trotzdem. Das ist wieder so typisch Hannes Kluwetasch. Wieder paddeln bis zum letzten und im Dunkeln das Lager aufbauen, ey. Ich sehe das schon kommen. Ich habe eine Kopflampe dabei, von daher. Mal sehen. Das da vorne könnte eine Alternative sein. Ich sehe da zwar irgendwie so einen schemenhaften Zaun. Aber da ist so eine Stelle, wo ich an Land komme. Da ist eine Wiese. Und ich sehe auch kein Haus in der Nähe, also
außer da drüben halt und da drüben. Das könnte ein guter Platz sein, aber wenn ich jetzt einfahre und da hinter den Bäumen ist dann gleich ein Hof, dann ist das natürlich doof. Da ist ein voller Rapper, Alter. Rap-Butter so? Und wem? Ja. Das war meine Rapper-Tomate. Sie rappte hin, sie rappte her und dann kam es. Diese Rapper-Tomate war ich. Das darf hier nur kein Haus sein. Bitte sei hier kein Haus. Gas, das ist ein bisschen. Bam. Ich stoße mir noch mal ein Stück ab. Das wäre fast schief gegangen. Mal versuchen gerade zu halten. Uiuiui. Oh, jetzt ist das Wasser aber noch kälter gefühlt. Ich sehe ja schon kaum, jetzt bauen wir ja mein Lager hier auf. Dann kommt hier so ein riesiger Stier. Ach du Scheiße, ja, das ist eine riesen Koppel. Das kann sein, dass hier morgen früh Kühe kommen. Oder ein Bauer. Ich guck mal kurz. Das Boot kann nicht weg. Gut.